Hallo Party People. Ich bin in Petra mit euch jetzt live. Wir gucken jetzt mal die nächsten Stunden, was hier so abgeht. Eigentlich ist es eine einzige Ruine und das meine ich nicht abwertend. Das ist einfach so ein Ruinendorf, aber Anzugspunkt vieler Touristen und da starten wir heute. Also wenn ihr bei Google Maps Petra Jordanien eingibt, dann wisst ihr, wo wir gerade sind, sehr südlich. Und ja, hier gibt es einiges zu erkunden. Deswegen ist unser Pilot wieder mit dabei, denn er brachte mich zuverlässig hierher. Und links ist unser Guide, den wir gebucht haben für die Zeit in Petra. Das ist Kapern. Ach, Kapern. Ach Gott, ja. Das hätte ich nie erkannt. Aber hier bei uns, wir nennen das Unkrautwald. Wir haben keine Ahnung, wie man isst das. Aber es ist wirklich so viel hier bei uns. Es gilt noch festzustellen, inwieweit jetzt das eine touristische Attraktion ist oder tatsächlich das auch ein gängiges Fortbewegungsmittel hier in bestimmten Gebieten ist, ne? In der Stadt nicht, aber außerhalb der Stadt, ja. Sie benutzen es. Außerhalb schon, okay. Cool. Kapern sind okay, aber richtig genutzt. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich die zubereiten soll. Was, Kapern? Oh, Turbo fährt. Turbo fährt. Also, habt ihr mitbekommen, Party People, bei Unwetter wird das Ganze hier geschlossen, weil hier schon die Franzosen einst abgesoffen sind. Ja gut, das kann ich mir vorstellen, wenn hier das Wasser über den Damm runterkommt, hat man hier natürlich auch keine Möglichkeit mehr auszuweichen. So platt ist, so eventuell zu gehen. Wer weiß, ob die Franzosen schwimmen konnten? Trotzdem, also es ist, die Problem ist nicht die Wasser. Die Problem, die Steine kommt in, mit dem. Ach so, wie so eine Lawine so quasi. Groß, also, sie sind gebrochen, kaputt gegangen. Ja, die, okay. Ja. Also das ist ja der Eingang nach der Stadt. Wir nennen das auf Arabisch Sieg. Und Sieg heißt Schlucht. Diese Schlucht ist 1300 Meter lang und hoch ist zwischen 70 bis 142 Meter hoch. Mhm. Schon echt hoch. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Vor allem auch so schöne Überdeckungen hier, wo man komplett noch einspazieren kann, um sich zu verstecken. Krass. Oh, die sind echt süß. In Deutschland hätte die wahrscheinlich jetzt schon längst jemand mitgenommen. Ja. Die haben damals schon Minecraft gespielt. Das sieht aus wie eine Minecraft-Bühne. Das ist ein Fisch von dieser Seite. Ja. Aber wir gehen 3 Meter runter und wir schauen nochmal auf diesen Fisch, wird wir ein anderes gehen. Es ist auf natürlichem Wege entstanden? Ja, ja. Elefantenkopf. Stimmt, mit einem Rüssel und die Augen und die Risse von dem Kopf. Das ist auch komplett Natur. Johnny Depp ist auch hier. Okay, ist vielleicht nicht gut gelaunt, aber er ist. Ja, ein bisschen. Die Umsätze sind vielleicht heute noch nicht ganz so hoch. Oh, da hat jemand ordentlich sortiert hier. Was ist das? Sorry, ich plapper zu viel. Verschiedene Gescheinsschichten halt. Also die Sandsteine hat so vieles Material drin. Eisen, Kupfer, Phosphor, zum Beispiel das hier. Das ist schwarz, gibt es Eisen drin. Hm. Und mit dem viel Wasser macht die verschiedenen Farben immer unten. Und dann gibt es schwarz, unten muss sofort rein. Cool. Das ist jetzt aber stillos hier, ne? Oh, stimmt. Hätte ich jetzt auch mit was anderem gerechnet. Die Beine geht hoch. Und ab hier hoch kann man den Bauch sehen. Ach so. Und oben ist die Hocke. Ach so, dann ist es ein Kamel, oder? Das ist ein Kamel. Ah. Ach so, stimmt. Hier noch ein Mensch. Okay. Und hier noch ein Kamel. Hier die Nabati haben gezeigt, die Karawane. Wir haben damals gearbeitet. Ein Mensch und seine Kamel hinter. Der Tempel extra für die Hochzeit. Ja, von Wien, aber der möchte dann heiraten, so muss schon hier. Achso, die Bräutigam steht hier und die Frau in die andere Seite. Und danach muss man die Hände zusammen. Die Priester steht hier in der Mitte und halte die andere Hand. Und danach müssen alles so direkt auf die Heiratskandidat schauen. Ach so. Wenn sie schauen, da, das heißt, haben den Vertrag so geschrieben und so sind verheiratet. Das ist die höchste Blasen, die er sieht, ist 142 Meter hoch. Aber eigentlich möchte ich euch ablenken von der Fassade hinter euch. Oh. Ah, hier haben Indiana Jones Movie gemacht. Ach so, hier wurde Indiana Jones gedreht. Genau. Ja, das ist ein schöner Ort, aber natürlich verschandelt. Aber free Wi-Fi. Oh, okay. Ah, cool.
Alter, wieder gehend. Wie nah darf man daran? Kollege, mache ich mich jetzt zum Fressen, wenn ich so runtergehe? Gibst du mir jetzt gleich eine Kopfnuss? Oh. Und vor allen Dingen muss ich jetzt schon Geld bezahlen? Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass dann gleich hier 15 Leute kommen. Der Besitzer ist ja gerade nicht da. Willst du das Handy? Ja. Ja, wir hatten eben überlegt, ob wir das machen. Also die Möglichkeit bestände ja, dass man da rauf geht und dann reitet man. Aber ich weiß erstens nicht, wie viel Tierquälerei das ist. Und zweitens... Touristen-Nepp. Ja, der Guide... Ich will nicht wissen, wie viel die dafür haben wollen. Und der Guide meinte auch, es lohnt sich nicht. Ja. Und wenn ein Guide aus Jordanien in Jordanien sagt, es lohnt sich nicht, dann könnte man drauf fahren. Raketen-Johnny Schneider. Der sammelt auch das Geld da ein für die Selfies, ne? Ja. Das Kind. Da habe ich eben ja noch Glück gehabt. Ja, dann komm doch her und lass dich knutschen, mein Lieber. Excuse me. Ja? One? Okay, wobei ein Dinar geht eigentlich. Du hast ein Dinar eingebracht, jetzt musst du aber auch zu mir gucken. Das ist das. Ey, ich brauche das für Instagram, ich bin Influencer. Komm her. Deine Oma strickt ja auch immer Sachen, ne? Ich kenne das. Ich kenne das von zu Hause. Bei euch in Jordanien ist es wohl auch nicht anders. Ne? Da kriegt man jeden Weihnachten kriegt man hier einmal so einen schönen selbstgestrickten Kram. Naja, du wirst das auch nicht los, oder? Na gut, hau rein, du, ich muss weiter. Sehen wir uns irgendwie heute Abend noch? Ja, wir kommen ja nachher nochmal hier vorbei. Ne? Ah, jetzt fängt an zu lecken. Genau, man sieht sich. Ich glaube, er lacht. Ist es überhaupt ein R? Los, zeig mir dein Pensi. Ich will deinen Pensi sehen. Ich hatte eben erzählt, 500 Stufen führen nach oben. Wir sind immer noch an Stellen, an denen Gräber sind. Und einige der Gräber hat man hier. Vor allem, das ist halt riesengroß. Das wirkt jetzt auf euch vielleicht klein, ne? Aber ihr habt jetzt hier den Vergleich, weil hier war eben irgendwo ein Mensch. Ah, hier zum Beispiel. So, damit ihr mal eine Proportion habt zwischen Körpergröße und der Größe von dem Ganzen hier. So groß, dass man es gar nicht richtig auf die Kamera halten kann. Auch hier nochmal der Vergleich, ne? Hier sind zwei Party-People. Die gerade Chili Vanilli machen? Schon groß. Ah, Theater. Und bis nur drei, wie ich habe schon gesagt. Zwei Herren betrauen die dritte in der Türkei in Ephesus. Und in Ephesus ist halb gebaut und halb gehaut. Aber das hier ist es komplett in die Steine gemeißelt. Die Logen sind da ganz oben, oder? Ja. Braucht man ein Gerüste. Also, die wichtigen Leute, sie klettern mit einem Gerüste hoch. Ach, du liebe Güte. Und nach den Arbeiter nehmen die Gerüste weg. Ach so. Das heißt, die Menschen können nicht hochklettern. Ja. Das heißt, komplett geschützt. Ja, das ist mal wirklich ein VIP-Bereich. Ich bin dann aber wieder darauf angewiesen, dass irgendwer auch die Leiter wieder hinstellt. Ja, sie müssen das hochbringen, wenn sie mich dann runter. Ja, Leute, ihr kennt das auch, ne? Ihr wisst nicht, was ihr eurer Freundin oder Frau schenkt. Oder Freund oder sonst wem. Wie wäre es mit dem Arabic Kohel? Wird immer gerne verschenkt mit dem Roman Verheiratet mit einem Beduin. Das kann man vor die Wimpern benutzen und wenn man hat Probleme mit dem Auge, oh, okay, kann man das machen und macht das auch schön. Willst du es dann mal ausprobieren? Wie lange hält das? 24 Stunden. Moment mal, die haben keinen Fahrer. Er kennt den Weg. Die kennen den Weg? Ja. Wie, die gehen jetzt einfach alleine hier? Dann Hände und so. Woher kennt ihr den? Haben die Google Maps? Autopilot. Weil bei uns brauchen sogar die Straßenbahnfahrer, deswegen wundert mich das. Close eyes. Okay. Wei, oh wei, hätten wir vorher fragen sollen, wie viel das kostet? Ja, das ist gut. Das unterstreicht, dass ich ein Frechdachs bin. Vielleicht kann man wegen Influencer-Bonus, weißt du? It's also advertising for you. Zehn nur für das Tuch oder für beides? Cool, alles. Alles zusammen? Ja. Do you accept payback bei Galeria Kaufhof? No, okay, sometimes. I'm collecting the bonus points somewhere else. But can you change? Oder sind das meistens Männer, die das auch machen lassen? Männer und Frauen.
Also ist es gleich, das Verhältnis? Also meine benutzen das, weil sie möchten eine Frau sehen. Ja. Okay. Lieber Chat, ich möchte eine Frau sehen. Oh, Kassenbon. Hier ist keine Bonpflicht, Leute. Ich glaube, das kriege ich niemals durch in Frankfurt. Wie spricht man das jetzt aus? Kochen. Kochel. Senior Berliner sagt, Adam sieht aus wie eine russische Putzfrau. Du kannst gleich bei mir einmal feucht durchwischen, du. Ich sag dir das. Da hat er das so rausgenommen eben und mich damit entjungfert, wollte ich schon sagen, markiert. Wie man auch sieht, hat man die Münchner Idee nachgemacht und hier ein Katzencafé eröffnet. Ja, stimmt. Ah, die streuen halt, ne? Oh, Leute, schaut mal. Ein Tandem. Das Maul hier. Was für ein Esel? Auf dem Esel. Maultier. Ja. You find one? Nee, ich muss los. Just a second. Was los bei dir? Nee, ich muss. Also sprechen Sie Deutsch? Ja, ein bisschen. Ah, sehr cool. Warum können Sie hier alle Deutsch? In Deutschland. Haben Sie in Deutschland gelebt? Ja, ja. Das ist ja cool. Und jetzt sind Sie wieder hier, ganze Zeit? Was haben Sie in Deutschland gemacht, wenn ich fragen darf? Ich habe geschafft bei Daimler. Sie haben bei Daimler gearbeitet? Bei ja. Daimler, in Ägypten. Ägypten? Ägypten. Mhm. Ach so. Deutschland, Stuttgart. Krass. Geben mir 12. 10, okay. Die kosten halt so viel, weil er bei Daimler gearbeitet ja, hat. Ja, ja, eben. Aber, okay, geben mir 10. Brauchen Sie die Hut auch? Erstmal nicht, vielleicht später nochmal. Das ist, glaube ich, echt typisch Tourist. Ich schäme mich hier. Also ich schäme mich weniger, die Kamera die ganze Zeit zu halten, als vor diesen Buchstaben zu posieren. Einfach weil es jeder macht. Bin ich einfach sehr individuell. Also mir wurde vorhin tatsächlich vorhin ein bisschen übel. Vielleicht sollte ich auch nicht jedes Mal einen Laptop im Auto rausholen, um da irgendwelche Streamtitel zu vergeben. Aber die Straßen haben es mir schon ein bisschen angetan. Oh, die Handbremse zu vergessen ist schon sehr beliebt geworden. Wir hatten das vorhin erst wieder. Nachdem du dich so geschminkt hast, gehen wir jetzt auch ins Rainbow Restaurant. Heißt es so? Also guck, was da hinten drauf hat, die Kleine. So, okay Leute, jetzt will ich wirklich nichts mehr hören. Er arbeitet in einem Rainbow Restaurant. Sehr befahrene Kreuzung. Wir sind ja hier vorhin schon einmal durchgefahren. Da hatte ich den Stream noch nicht gestartet. Ja, ich glaube, das ist auch so eins der Hauptkreuzungen hier. Es ist ja nicht groß hier. Wir sind ja hier in einer toten Stadt sozusagen, ne? Direkt daneben. Wie teuer war der Flug? Ja, ich habe ein bisschen weniger bezahlt, weil ich über den Mitarbeiter der Lufthansa mitfahre, nämlich über den McBurn, das ist der Pilot. Gestern habe ich aus dem Flugzeug gestreamt bei Twitch und YouTube. Da war er auch schon mal zu sehen, das war der Flug. Boah, was hat er jetzt gekostet? Muss ich gleich nochmal nachfragen. 300 noch was. Einzige Problem ist halt, ich kriege keine Quittung dafür, weil das halt so intern Dingsterbumser ist, aber sieht fast so aus wie in Berlin. Ich denke auch, ich mag es immer ganz gerne so, wenn man so ein bisschen sieht, auch wo kommt der Strom her, ne? Das ist immer schön. Hier besonders, dass man die Möglichkeit hat, dann auch zu sehen, warum ist der Strom zum Beispiel nicht da? Welches Kabel muss man wieder verbinden? Ja, Banner-Nager ist hier ein ganz häufiges Thema. Also Nager, die sich durch Werbebanner durchbeißen. Jetzt hier sieht man das auch wieder ganz gut. Die arabischen Banner-Nager kommen eigentlich aus Jerusalem, sind über das Tote Meer hier rüber gekommen, weil sie sehr resistent sind und auch im Toten Meer überleben. Ja, aber mein Favorit hier an dieser Kreuzung ist immer noch hier das Cyber Gaming Café. Ich bin schon fast geneigt, da reinzugehen, um zu gucken, ob das halt so ist wie in Japan zum Beispiel. Oh, aber, ja, okay. Aber mal ganz im Ernst, also die heißen ja, wir haben es ja eben an dem Pullover gesehen, die heißen Rainbow. Und die ja. Haben sich das auch auf dem Pullover drucken lassen. Auf dem Pullover war es, glaube ich, auch richtig geschrieben. Und die machen Karten, wo einfach Rainbow draufsteht. Aber guck mal, hier. Vor allem, da, genau, da hier links. Da steht es immer richtig. Hier. Oh Mann, ist das. Ja, ist das cool. Ja, ja, ja. Change the last two letters on purpose. So, that's. Ja, so wie Pansy. Kind of fancy. Okay. Gut, das ist gut Qualität. Dann okay. Ich das mal ein. Ein kleines Geschenk, Getränk. Was möchtet ihr als Getränk? Ein Geschenk? Geschenktes Getränk. Weil wir den Druckfehler gefunden haben. Oh, okay. Bitte guck mal. Ja, yeah, that's perfect. I love Milano. Oh, sorry. Jalla. Alle. Jalla, jalla. Los. In Jordanien das Kerosin sehr teuer. Also zumindest im Vergleich zu Frankfurt. Und es ist so teuer, dass wir hier in Frankfurt tatsächlich den Tank so voll machen, wie es geht. Ja. Und dadurch haben wir jetzt 1200 Kilo Sprit zusätzlich verbraucht. Ja. Nur um das zusätzliche Gewicht zu nehmen. Genau. Die ganzen arabischen Airlines, die machen das immer so. Ja. Bei denen, wenn die zu Hause in Emiraten tanken, dann bezahlen die natürlich nur einen Bruchteil von dem, was sie
Tankuhr, die muss ja, was sie bezahlen würden für das Kerosin, wenn sie im Ausland dann wieder auftanken. Ja, deswegen nehmen die immer so viel mit, wie irgendwie geht halt. Ja. Ihr seht jetzt einen Jordanien-essender Deutscher, der, glaube ich, noch seine Einschätzung zu Chemtrails abgeben wollte. Den ich aber durch fortlaufendes Geplapper daran hindere. Also, es gibt tatsächlich so einen Running Gag bei uns, dass Leute immer so entweder eine Montage machen oder tatsächlich unseren Bordcomputer umprogrammieren im Simulator, dass dann da so ein Menü erscheint mit Chemtrails, da kann man dann auswählen, ob irgendwie Mars Genocide oder was weiß ich, irgendwas mit Brain, schieß mich tot, weiß man gar nicht, was da alles drauf war, aber sehr lustig. Na gut, was soll's. Oh. Ah, jetzt wird hier zum Gebet gerufen. Ich meine, ja, Leute, also es ist tatsächlich, man fährt hier auch nicht unbedingt her, weil es irgendwie schön ist, aber es ist imposant und interessant. Das Thema, genau, hatten wir nämlich noch gar nicht, aber nachher fällt uns das bestimmt einmal noch dann an den Straßengegenden auf, unfassbar viel Müll. Und jetzt sind halt nicht nur so ein bisschen, sondern teilweise so ganze Seitenstreifen voller Müll. Ja, da sind da immer so Zäune aufgestellt. Ich weiß nicht genau, ob die tatsächlich dafür da sind, damit der Müll da irgendwo hängen bleibt. Ich hatte halt getippt, dass es ein anderes Bewusstsein hier für die Müllentsorgung gibt. Du hattest getippt, dass die es auch einfach nicht aufräumen. Wahrscheinlich ein Geschoss mal. Generation Instagram! Over there you can see the Arun tombs. The highest mountains are from here. The last one, like a hump of the camels. At the top there's a white tombs. This is the Arun tombs. Mm-hmm. In the front of this Petra city. The front of this mountain, Petra city. Over there this is Wadi Araba, Araba Valley. Mm-hmm. A huge desert. It become between us and Israel to the other side. Oh yeah, great. Watching Skyline TV, very good. Was macht denn Jörg Pilawa daneben Adam? Bitte? Jetzt bin ich beleidigt. So Leute, das ist wahrscheinlich die erste jordanische Katze, die ihr live seht, aber hier ist es möglich. Aufgrund von 6 Abos, die ich heute bekommen habe, gibt es jetzt hier extra Katzen-Content als Dankeschön. Ja, schmus dich an. Oh, da kommt ein ganzer Reisebus. Ja, krass, das Ding steht hier wohl auch schon länger. Ich hatte gesagt, also die fahren nur für Touristen, wenn du hier da mit mindestens 20 Leuten oder so das buchst. Wie viele sind wir? Dann kannst du da hier, fahren die mal ein bisschen auf und ab damit. Ja. Oder, also die fahren jetzt nicht wirklich damit in die nächste Stadt oder so. Nein, nur ein kleines Show hier. Ja. Okay. So Leute, und wir fahren jetzt live mit diesem Zug. Ich habe mich jetzt hier an diesen Zug gehängt. Wir gucken einfach mal, was passiert. Das ist Jordanien. Es kann alles passieren. Ja, ob man auch da mitfahren kann? Ja, also die werden tatsächlich da. Das ist tatsächlich ein Güterzug, sagt er. Ach so, oh, okay. Irgendwo war, glaube ich, auch das, dieses aus dem neuen Star Wars, dieses komische Fest. Ah. Auf diesem, bin ich ganz sicher, aber... Ja, du hattest eh erzählt, dass hier viele Filme entstehen. Ja, wie gesagt, also neue Star Wars ist natürlich das prominenteste Beispiel, aber der Marsianer ist auch komplett hier gedreht worden. Und noch einige andere Filme, aber das, ja, bitte selber googeln. Ja, ist das das Camp dort hinten? Genau, ja, geradeaus. Ah, ja. Das ist die ideale Platz für Filme. Also haben wir Filme hier in Wadi Rum gemacht. Also die Liste war Aladdin. Mhm. Aladdin? Ja, von William Smith. Okay, welches Jahr war das? Das ist jetzt Mario. 2019. Wir gehen nicht weiter, nur da hier neben dem Camp. Aha. Und von da kann man die Sonne. Okay. Seid ihr okay damit? Ja. Kann ich den Koffer erstmal da lassen? Ja. Ja, okay, cool. Aber das ist wirklich so ein bisschen Mars-Feeling hier, oder? Ja. So fühle ich mich immer, wenn ich auf dem Mars bin. Die Spuren, die man so hinterlässt, ne? Guck, da gibt's auch Gläser, ne? Wie geil. Ja. Oh, kann man in Full HD streamen. Noch ein paar mehr Touristen hier. Die Bilder sind schön. Achso. Stampf. Das ist eine gute Frage. Ja, ich habe es ein bisschen anders vorgestellt, ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, dass die Sonne jetzt hier nicht zwischen diesen, hinter diesen Teilen verschwindet, aber. Aber
warum sind jetzt die Fenster ausgerechnet nach Süden? Da knallt doch die Sonne dann rein mittags, dass sich das unheimlich aufheizen wird. Also das ist überhaupt nicht Fenster. Ja? Also jetzt zum Beispiel von das Wetter ist schön. Ne? Ein bisschen weiße Dach. Ach so. Ja. Und danach alles jetzt hier diesen Scheibe vorne. Ja. Also egal wo man guckt, sieht. Ach, Leutchen, wieder da mit Standbild. Das ist kein Standbild. Ich bin hier. Aber ich dachte halt, dass beim Sonnenuntergang es hier dermaßen viel zu sehen gibt, dass es vielleicht interessanter wäre, euch das in Vollbild zu zeigen. Aber ja, okay, ich meine, das war es jetzt auch schon das meiste. Kann jetzt nicht ganz nachvollziehen, warum man einen Sonnenuntergang jetzt hier vor so einem Dings macht, anstatt woanders, wo man dann wirklich sieht, wie die Sonne untergeht. Aber das ist wahrscheinlich so ein jordanisches Ding oder so. Keine Ahnung. Bist du auf dem Mars? Ja. Ja, also wie gesagt, die Mersianer und so weiter haben sie hier gedreht. Ja, dann sieht aus, als hätte der 3 Tage mit Malte durchgezählt. Aber vielen Dank, Powerplay, für dein Feedback. Vielen Dank. Was machen die Lichter da in dem Felsspalt? Ja, die sind seit ungefähr. Wanderung machen, oder? Seit 10 Minuten sind die an. Es sind einfach Lichter da drin. Ich glaube, die haben auch gar keinen wirklichen Zweck, außer dass es wahrscheinlich nachts geil aussieht. Muss dann. Das ist unser 16K-Zoom. Sein, wenn du ein bisschen rauszoomst. Nee, die sieht man tatsächlich nicht als Lichtpunkt. Ne? Venus? Doch, da. Da, ja, da ist sie. Ja, klar zu erkennen, die Wolkenbänder und das viele CO2. Die Venus... Gretas Hölle. Das ist übrigens eine nicht bewegende Venus, sondern ich bewege die Kamera ganz leicht. So Leute, wann zum Henker habt ihr in einem Livestream Mond gesehen? Ich weiß, bei den ganzen Slot-Spielern, da haben die mal irgendwelche Mondslots und so mit Sternen, aber ich meine das jetzt halt mal in echt.